Kombination mehrerer Arme, jetzt bleibt sie, dass man im Moment einen beweglichen Tanz ausdrückt, der Ihnen deutlich macht, wie präzise man in jeden Winkel des Bauch- und Beckenraumes hineingreifen kann und dort agieren, unter optimalen Sichtverhältnissen. Und zur Erinnerung, Sie sehen dieses Bild nicht räumlich, der Operateur ist sozusagen mitten im Geschehen. Ein großer Fortschritt ist. Zunächst mal, wir sind ja hier beim Klinikum-Test. In der Pflege spielen ja Aromen für Sie auch eine ganz besondere Rolle. Ja, wir arbeiten bei uns in der Pflege mit verschiedenen Aromaölen. Das sind Mischungen, die wir nach eigenen Rezepten in der Apotheke anmischen lassen. Als Basisöl nehmen wir immer Sonnenblumenöl und dann dementsprechend das Aromaöl, was dazu passt. Wir haben 5 verschiedene Mischungen hier bei uns. Unter anderem haben wir eins zum Verbessern des Schlafs, das wird geschlafen. Das ist eine Mischung aus Basisöl, die wir dann Sonnenblumenöl, Lavendel und Melissenöl haben. Es geht ja nicht darum, dass es nur gut riecht, sondern es hat ja auch eine Wirkung. Welche Wirkung, da muss ich vielleicht gleich mal fragen, welche Wirkung haben denn die Aromen sozusagen, wenn sie einsetzen? Bei dem Schlafmittel, was die Frau Matke gerade angesprochen hat, da ist Lavendel eben mit drin, Melissenöl. Wir geben die Empfehlung, denke ich auch. Es wird quasi die Fußsohle ganz warm, der ganze Körper wird dadurch erwärmt und über die gewissen Reflexzonen wird der ganze Körper stimuliert, sodass man zum Einschlafen da programmiert wird und die Aromaöle, die dann weiterhin in der Luft sind, sind dann natürlich auch fürs Weiterschlafen da. Also wenn man zwischenzeitlich immer schnell wieder aufwacht, dann ist es so, dass man es immer wieder einatmet und dadurch auch viel besser weiterschlafen. Dann würde ich Sie auch ganz kurz fragen, nach Frau Kübler. Es duftet hier ja wirklich sehr gut und duftet nach Lavendel. Ich kenne keine Lavendelpflanze, aber wahrscheinlich ist es eine der Gläschen Lavendel drin. Genau, also wir haben in den verschiedensten Mischungen Lavendelöl drin, weil Lavendel wird einfach entspannen. Das ist einmal natürlich zum Schlafen. Das ist gut bei Schmerzen, dass da wirklich auch die Entspannung mit reinkommt neben den Schmerzaspekten. Das ist auch gut bei den bei Kopfschmerzen überhaupt. Also das wird wirklich einfach entspannen. Alternativ machen wir das auch, dass wir in den Zimmern solche Sandrosen anwenden, weil wir im Krankenhaus dürfen ja kein offenes Feuer haben und können dann diese Duftlampen, die mit dem Teelicht betrieben werden, nicht benutzen. Und dann machen wir das über diese Sandrosen. Das ist zusammengezogener Sand wirklich aus der Blüte. Und man könnte da jetzt verschiedene Düfte aufträufeln. Bei den Patienten, da würden wir zum Beispiel jetzt auch Lavendel auftropfen, das auf Nachtschränken stellen, sodass da wirklich eine entspannende Wirkung erzielt wird. Und der Vorteil ist eben, dass man das wieder abwaschen kann, neutralisieren kann und man kann dann vielleicht für einen anderen Patienten einen anderen Duft verwenden. Abschließende Frage nochmal, die Frage. Bislang denkt man ja meistens, wenn man über eine Klinik oder über ein Krankenhaus denkt, da wird in erster Linie operiert und so. Und auch in der Pflege werden manchmal Sachen eingesetzt. Und da denke ich zumindest als Laie häufig nicht an Aromen. Das ist diesen Ansatz. Können Sie mir vielleicht dazu was sagen? Das gibt es eigentlich schon mindestens 10 Jahren. Wir haben uns in letzter Zeit in der Paracelsus-Klinik so ein bisschen mehr interessiert. Wir haben so eine multimodale Schmerztherapiestation. Und da werden diese Öle, vor allem die Schmerzöle, die werden dann die Öle als diverse. Und abschließend nochmal zum Malertag der Gesundheit. Sie sind ja nicht das erste Mal hier, sondern auch schon seit ein paar Jahren. Welche Reaktionen bekommen Sie so von den Leuten? Wie finden Sie das Konzept, sich zu vernetzen mit den anderen Einrichtungen? Also ich finde das erstmal super toll, dass so viele sich hier auch bereit erklären, dass wir mitmachen. Also wir können von unserem Stand sagen, dass wir immer sehr gut Erfolg haben, dass auch Patienten oder Kunden wiederkommen und sagen, ich habe das ausprobiert, das war ein toller Ding. Den Sie mir gegeben haben, gibt es wieder was Neues. Vielen Dank und viel Erfolg noch. Dankeschön. Tschüss.